Hallo Leute und willkommen mal wieder zu einer Runde Survival Games auf dem Mindplex-Server. Heute wieder am Start. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch nebenbei lieben gerne. Aber vorab an euch kleinen süßen Boys, euch kleinen Noobies, ein super geiler Einsteiger-Tipp. Okay, das ist gar kein Einsteiger-Tipp. Wenn ihr mal gerne SG spielen möchtet, ne, und denkt, hab aber keine Lust auf die ganzen Tryharder Boys, ne, die ist da so, ich konnte die Kiste nicht öffnen, gibt. Spielt auf Mindplex, ja. Erstmal hast du am Anfang, für die das hier nicht kennen, ich erkläre das immer liebend gerne. Am Anfang hast du so eine kleine Schutzzeit, da bist du ein bisschen schneller, hast ein bisschen mehr Herzen. Wenn du jemanden schlägst, verlierst du deine Schnelligkeit. So, ich habe auch einen Hund dabei, da seht ihr ihn, das ist mein Wowie. Ich habe keine Rüstung, aber eine Axt und der hat Eisenstuff. Ja, auf Mindplex sind die Leute nicht die Besten, ne? Das sollte man vielleicht wissen. So. Das habe ich auch schon oft irgendwie nebenbei erzählt. Es ist auch nicht böse gemeint. Aber wenn man einen Serververgleich macht, sind die hier einfach ein, ich sag mal, entspanntes. Hier ist es ein bisschen casual. Du kannst einfach zocken und kämpfen und Spaß haben. Und da gibt es halt nicht die Ober-Tryharder. Das ist sein Kit übrigens. Ja. Komm an! Einmal geblockt hättet, Leute. Pau, tot. Und hier gibt es halt nicht die Ober-Tryharder. Dann kann man einfach zocken, Spaß haben, SG spielen. Ist natürlich für so Leute wie mich, wie so Profis, keine Herausforderung unbedingt, ne? Weiß man ja. Denn ich bin die Elo, Leute, ne? Sag ich immer wieder, Leute, ich bin ja die Elo, ne? Alter. Kam gerade irgendwie so ein Bäuerchen hoch, Leute. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, ne? Einfach geblockettet, Leute. Einfach so. Auf jeden Fall suche ich einfach nebenbei Gegner, gucke, was ich so finde. Ich brauche das Stuff eigentlich gar nicht alles so. Oh, ich muss immer noch die Eye-Textur ändern, die ist immer noch verbuggt. Vergesse ich immer wieder. Hundi da. Ja, von daher kann ich das Leuten, wie gesagt, nur empfehlen. Ja, also an die Profis, wie gesagt, das ist halt nicht so herausfordernd, wie, sage ich mal, Hive oder Gommel, ne? Hive-Gommel sind natürlich viel herausfordernder, ne? Da hast du noch die Action hier. Es ist halt einfach nur entspannt. Ich kann SG zocken, labern in Ruhe und hab meine Aufnahme dann, weißt du? Aber es ist nicht nur der einzige Grund, warum ich heute hier spiele. Ich habe noch einen Grund, warum ich heute hier spiele. Und zwar müssen wir mal darüber reden, Leute. Und zwar Gommel, ja. In letzter Zeit läuft es nicht so. Nee, jetzt mal ernsthaft irgendwie. In letzter Zeit kann man da nichts vernünftig spielen oder aufnehmen. Der stürzt irgendwie durchgehend wieder ab. Wieso, weshalb, warum, weiß ich leider nicht. Die sind, denke ich mal, daran, das Problem wieder zu beheben. Aber es ist halt doof. Also für YouTuber so, weil man kann halt schlecht aufnehmen, wenn die Aufnahme immer in der Aufnahme irgendwie du disconnect hast oder mal wieder nicht in der Runde joinen kannst. Da weiche ich auch gerne auf andere Server aus, denn wie gesagt, Mindplex ist einer der größten Server, wo ich auch einen Ping von irgendwie 25 oder 30 habe tatsächlich, weil es ja auch eine EU-Version gibt. Und das ist halt schön. Außer auf Hypixel. Hypixel finde ich ist ein super Server, habe ich aber einen Ping von 150 oder so. Das ist halt schon krass, ne? So 150er Ping. Also, finde ich halt crazy. Was hat der für Schuhe? Nee. Und da ist es dann so, da töte ich auch die Leute, auch weil ich wahrscheinlich für die so lagge. So Pleedrup. Habe ich überhaupt einen, Kompatz? Kein Kompatz. Das wüsste ich ja auch, wo die Gegner sind. Oh. Weil mit dem Kompatz sieht man auch den Supply-Drop. Supply-Drup? Ich nenne es Supply-Drup. Denn der... Da sind geile Sachen drin, ne? Da kann man dann hinrennen, da rennen meistens dann die Leute hin. Findet man halt, wenn du einen Kompass hast, dann wird das angezeigt auf dem Kompass, du musst da und da hin. Easy. Ne? Oh, der macht Whisky-Action, Leute. Der weiß, oh. Nicht, dass er sich noch wehtut, ne? Ist er entkommen, Leute, jetzt ist er entkommen. Ja, schubst dich nochmal. Los, Hundi, töte ihn! Gib ihn! Hundi, gib ihn! Gib ihn! Wow! Einfach geblockt, ich bin noch fast volles Leben, ja. Hat er auch keinen Kompass dabei, der junge Mann. So traurig. Wir leben denn noch?
Genug anscheinend, genug. Ja, das soweit alles dazu. Wie gesagt, ist halt schön entspannt hier. Finde ich halt so schön an dem Server, ne? Heil finde ich da mal ein bisschen extremer. Da sind ja mehr die Leute, die gehen also wirklich hin, um dort den Penis auszupacken, ne? So. Ist halt so, ne? Oh, da ist ein Gegner. Wow. Boots, Boots, Boots. Ich finde das so lustig. Man hört hier ja die Hits, ne? Und immer, wenn ich ihm einen Double-Hit gebe, hört man das. Ich finde das super. Double-Hits geben ist lustig. Muss einfach nur klicken, Leute. Dann kriegen die Gegner auch die Double-Hits rein. Ne? Einfach nur klicken. Ah, da kommt die Border. Gehst du da wohl weg von der Border, junger Mann? Juckt den nicht, ne? Easy. Easy. Den haben wir auch weggekombo-wombot. Wo ist mein Hundi? Ist er tot? Ich hoffe nicht. You can use Cube Strike. Was? Das ist Cube Strike. Bin verwirrt. Da bin ich hier immer. Ja. Ich wollte noch etwas sagen, das hab ich aber voll vergessen. Ich gehe schon mal Richtung Mitte, denn in einer Minute ist Kisten Refill. Vielleicht finden wir da auch ein paar gute Sachen. Eventuell restlichen Eisenstuff oder so. Man weiß es ja nicht. Ja, ich habe mittlerweile einen Kompass, sehe ich ja jetzt erst. Oh, vielleicht hätte ich auch die ganze Zeit und ich habe ihn übersehen. Oh, da ist ja ein Gegner. Hey, das sind ganz klar hier meine Sachen, ja, nur mal so. Moin. Ja, jetzt hat er Angst, ne? Jetzt hat er Angst. Ja! Ah, ich hab die gegeben! Okay, so. Hex-Care. Ah ja, ne? Ich mein, so abnormal habe ich jetzt nicht geschlagen unbedingt, ne? Nur mal so. So. Das ist echt nur Kacke in den Truhen, ne? Ich hätte gehofft, irgendwie ein Diamant oder sowas. Aber nein. Pliedrup! Da gehen wir gleich hin. Ich hole mir erstmal die Dia-Axt. Danke. Der bessere Schuhe? Ja, Eisenschuhe. Schön. Oh, der hat doch bestimmt einen besseren Helm. Da. Gib mir den Eisenhelm. Wir sind ja Full Iron jetzt. Pff. Was soll's, Leute? Ich sollte Leben regenerieren. Das ist nochmal eine Pilzsuppe. Gut. Da ist der Pliedrup auf jeden Fall. Ja, der andere ist irgendwo da hinten, aber ich hole mir den Supply-Drup. Ich töte einfach den letzten Gegner. Was soll ich mit dem letzten Drop da? Auch albern jetzt, oder? Hey Leute, das ist voll albern. 66 Blöcke away, in die Richtung. So weit weg kann er ja gar nicht sein, weil die Border, Mann, ja, komm. Easy. Kein Ding für den King. Ja, erster Platz auf jeden Fall. GG, Freund Sahne. Wie viele Kills wir gemacht haben, sehen wir jetzt. 10 Kills, ist ja ganz gut. Dann bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Und bis zur nächsten Folge. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht gerne so... Oder soll ich mal eine Swap-Pool machen? Ich glaube, wir machen eine Storepool, was wir morgens spielen sollen. Ja. In der Beschreibung ist das Storepool, was wir morgens spielen. Was ich morgens spielen soll, ein Spielmodi. Würdet ihr gerne abstimmen. Haha!